Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Phantasmagoria, dem ersten Teil. Und herzlich willkommen zum Finale von Phantasmagoria, das recht spannend gemacht ist mit einer wilden Verfolgungsjagd durchs Haus. Hab schon im Let's Play davor erzählt, man soll nicht direkt am Anfang hier in diese Dunkelkammer rein, weil er da drin ist mit dem Buch und da will er die letzte CD haben, wenn man da reingeht. Aber schaut selbst. Eine Dunkelkammer ist es schon mal geworden. Oh mein Gott! Gefällt dir meine Arbeit? Der Körper einer Frau ist wunderbar, aber der Kopf nutzlos. Du bist großartig, Adrian. Du warst immer eine gute Ergänzung. Durchgeknallter Irrer. Wenn man jetzt das Buch nimmt, das sollte man nicht machen, weil dann schnappt er einen. Flucht ist das Wichtige, sonst wäre ich jetzt hier von ihm geschnappt geworden. Und Flucht ist das Richtige, bloß nicht schnappen lassen. Wir brauchen nämlich noch das Buch vorher. Durch den Geheimgang durch. Flucht durchs Haus, man muss verweilen, er ist nicht hinter einem her. Schnell nach unten. Man könnte natürlich jetzt auch versuchen, noch hier diese Gegenstände zu bekommen. Das würde gehen, aber das macht es enorm schwieriger. Deswegen habe ich sie mir im Voraus geholt. Ja, und es geht nicht weiter runter, weil dieser Mistkerl von oben mich hochholt. Er einfach mehr Kraft als ich hat. Party time! Party time! Wie wär's mit ein bisschen Liebe? Oh ja, mit dir direkt. Nix wie weg hier. Springen! Run, Forest, run! Darf man nicht da lang, das ist wichtig. Wir müssen erst nach links. Da hätte man mich nämlich sonst schon geschnappt. Das darf nicht passieren. Zack, und hier rutscht sie aus. Auti, auti. Ab in die Gruft. Wichtig, dass sie hier ausrutscht, weil sie sich die Hände aufrapscht und sich verletzt. Ja, Cyrus hat es erwischt, wie man sieht. Hier stellen wir uns hinter die Säule. Here's Johnny! Uah. Tja, das müsste den eigentlich schon fast erschlagen. Aber der überlebt das trotzdem. Den Hammer kann man notdürftig manchmal gebrauchen, weil man dann eine reinhauen kann.
schnell wieder nach oben, weil wir das... Komm. Weil wir das Buch jetzt holen. Aber das Blut eines Lebenden haben wir auch schon bei unserer Hände kaputt sind. Wichtig ist, nicht durch die Treppenhäuser zu rennen, da erwischt er einen immer wieder. Man muss hier durch diese Geheimgänge. Komm, trau dich raus. Der hat mich fast bis zur Weißglut getrieben, weil er mich die ganze Zeit erwischt hat. So, jetzt können wir uns das Buch schnappen. Jetzt kommt er trotzdem zwar. Nicht schlimm. So, willst du noch etwas von meiner Kunst sehen? Ich geb dir Kunst, hier hast du was. Bats, voll auf den Kopf. Dong. Also jetzt hat er erstmal irgendeine Chemikalie von mir bekommen. War das gewesen? Da. Diesen Rohr. Inferno oder was da war. So. Geht's wieder ab runter ins Theater. Drei Sachen haben wir. Komische Talisman-Teil da. Das Buch haben wir. Und jetzt fehlt nur noch das letzte und das hat Carlos Leiche. War das die falsche Richtung? Naja, egal. Ich kann dir nicht länger trauen. Du zwingst mich dazu. Also das passiert immer, wenn er mich erwischt. Jetzt habe ich aber die Möglichkeit, jeden Moment hoffe ich, ja, jetzt habe ich die Möglichkeit, ihm nämlich diesen Schneemann zu geben. Dann hat man kurz abgelenkt, musste sich aber auch beeilen, jetzt der die Guillotine zu bestätigen. Kannst du dich erinnern, als du ihn mir gegeben hast? Bitte, John. Direkt betätigen, weil kurz später ist ihm das scheißegal und man stirbt. Deswegen muss man sich da beeilen. Es gab noch ein Horrorelement. Zwei eher gesagt, noch die ich gesehen habe. Die tue ich vielleicht nochmal im Nachhinein reinsetzen. Einmal, wo mir mit der Guillotine der Kopf gespalten wird. Und einmal noch ein. Wo ich hier in das Theater gehe, während er mich noch am Jagen ist. Er hat nämlich dann die Mutter vom Cyrus skalpiert und hat die als Perücke genommen, so, damit ich dachte, sie wäre das. Das ist eigentlich auch ziemlich cool. Und dann sieht man sie noch als Leiche da liegen, ohne Kopfhaut halt. Da muss ich schauen, da müsste ich aber nochmal diesen Mist machen. Da bin ich, hängt mir das Ende am Hals raus. Auch wenn es cool gemacht ist. Aber wenn man so oft erwischt und gestorben ist, wie ich eben, das war schon ganz schön frustrierend. Dafür ist die Story cool.
Tja, ich konnte meinen Ehemann nicht retten. Ich wüsste auf jeden Fall nicht wie, vielleicht geht das ja sogar. Falls einer es weiß, dann bitte in die Kommentare. Vielleicht gibt es ja irgendwie ein Alternativende oder so. Ja, der hat sich jetzt auf mich abgesehen. Man darf nicht hier rausrennen. Man muss da lang, weil sonst ist man direkt schon wieder Game Over. Nicht jetzt hier an diesem Gerümpel rumhängen. Wir können nicht nach oben. Wir müssen hier lang. Sonst ist man auch wieder Game Over. Wichtig ist, nicht hier dran klicken. Hier ist ja nochmal eine Pause. Auf die linke Seite klicken. Sonst ist man wieder Game Over und fällt da runter. Ist mir alles eben passiert. Ui. Naja. Try and Error, oder wie nennt sich das? So wie bei, wie ist das nochmal? Dragon's Lair. Auswendig Lernerei. Man sollte bedenken, das Spiel hat 18 Jahre auf dem Buckel. Dafür ist es ziemlich geil. Auch so, was Grafik und so betrifft, ist es vollkommen in Ordnung. So, jetzt haben wir erstmal für einen kleinen Moment Ruhe. Sollen uns aber trotzdem schnurrig beeilen, weg hier. Schnicksauer, der Dämon. Und da liegt der Zoll dank Karnovic. Karnovasch oder wie? Karnovasch. Splattertod wieder. Nochmal versuchen, aber sicher doch. Würgedi-dürgedi, wo bin ich denn hier? Das ist ja übel. Naja, vielleicht kann ich euch, wenn ich Glück habe, noch das andere Ende zeigen. Oder eher gesagt, das, was ich euch erzählt habe mit der Mutter von Cyrus. Wenn ich da hinkomme, das ist die Frage. War ja klar. Also hier links wäre ja direkt das gewesen. Was ein böses Mädchen, so ist das. Kennst du das hier noch? Klicken wir das mal vor. Zack, und wieder vor. Und ja, schnell raus hier. Da lang. Und weiterklicken, und weiterklicken, und... Nein! Einmal zu viel geklickt. Ja, Batz, das war schlecht. Ich hätte das direkt dran... Scheiße, so ist das. Rückblende. Rückblende ist ab da. Okay.
Dann kann ich euch aber bei der Rückblende könnte ich euch das andere zeigen, sehr wahrscheinlich. Naja, das mache ich auch. Da renne ich gerade mal da unten hin. Dann seht ihr denn nicht noch die Mutter von Cyrus? Ich habe den Namen vergessen. Da. Das Teil. Hä? Wieso? Schugge, man darf irgendwie nicht vorspulen. Ah, nee, Rückblende heißt einfach, dann sieht sich das alles nochmal an. Nochmal versuchen. Ab dem Zeitpunkt. Okay, lassen wir uns schnappen. Da ist er. Ja, Zufall, wann er kommt und wo er kommt. Murks. Den Hammer. Mal, hab was für dich. Bitte. So, schnell das Teil da drüber. Oh, wo ist das Buch? Ach du Jemine, wo ist denn das Buch? Ich habe hier gar nicht das Buch und er verfolgt mich schon. Schnapp dir das Buch. So, wenigstens habe ich das Buch jetzt, alles klar. Ja, du hast mich erwischt. Willst du noch etwas von meiner Kunst sehen? Ja, zeig mir alles. So, jetzt aber, Mistkerl. Bitte, Don. Ja gut, dass ich das nicht mehr in das andere Let's Play mit reingepackt habe, weil sonst wäre das ein 60-Minuten-Let's Play geworden. So, Balken runter. Blöde ist, man kann sich auch keine Lesezeichen setzen. Das ist irgendwie gesichert. Ja, renn weiter. Nimm das mit dem Teil. Ah, shit. Wo ist da hin? Oh nein, jetzt hat sie die Hände nicht verletzt, weil der nicht ausgerutscht unten ist, weil ich neu gestartet habe. Und dann kann sie jetzt kein Blut drauf tun. Kann das sein? Oh Gott, ich muss nochmal machen. Verzeihen! Ich hoffe nicht. Ich muss mich erinnern. Drate intra circulum magicum. Stehen innerhalb Kreis. Magischer Kreis. Ich bin schon im Kreis. Fronte, fascinum in paginam abertam libri. Stelle den Talisman auf offene Buchseite. Tja, der liegt hier, der Talisman. Schnapp ihn dir. Dann hat der Kamo bei sich.
was jetzt? Dilate, sanguinem, humanum, super fastum. Tröpfle Blut eines lebenden, eines lebenden Mannes. Oder Person über den Talisman. Ja, dann mach das mal. Ich hoffe, du hast dein... Oh, 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 oh. Nee, ich konnte den auch nicht nehmen. Scheiße, ich habe die Hände nicht verletzt, glaube ich. Gott, so kurz vorm Ende. Tja, da lässt sich... Ja, nochmal versuchen und ich spiele bis zu der Stelle hin und mach dann an der Stelle weiter. Bis gleich, euer Choche. Ja, ich habe jetzt mal im Internet geschaut, woran es gelegen hat. Und zwar konnte ich hier in diesem Kinderzimmer, wo ich natürlich schon mehrfach war, ist jetzt hier eine Scherbe am Rumliegen. Vielleicht gibt es da sogar noch eine andere Alternative, das weiß ich nicht. Und ich habe jetzt auch erfahren, man muss diesen Talisman unten aus der Gruft, brauchte man nicht. Man hätte auch dieses Kreuz kriegen können, dieses Titankreuz. Das hätte auch erst geklappt, anstatt dem Rosenteil. Aber das habe ich gerade eben gebraucht. Nur diese Schärpe und dann wäre ich eigentlich eben unten durch gewesen. Das ist natürlich ziemlich mies jetzt. Jetzt werde ich versuchen, im Eilmarsch da runterzukommen. Damit wir das verkürzen und werde alles vorklicken. So. Können wir schon da rein? Ja, können wir schon. Holen wir uns gerade in der Gruft das Teil. Also wie gesagt, wenn man weiß, wie es geht, ist das 7. Kapitel eigentlich recht easy. Das heißt, ich muss auch gar nicht hier wieder runter mit dem. Das kann ich alles umgehen, indem ich mir alles jetzt schon hole. So, hier noch den... Na komm, klick schon weiter. Den Weihnachtsmännchen noch, da haben wir ihn. Den Schneemann. Und jetzt will ich gerade nochmal hier was gucken. Ach, von der Seite kann man es nicht öffnen. Vielleicht hätte ich nämlich auch einfach mit dem Teil die Absinthflasche kaputt schlagen können und dann diesen Splitter bekommen, diese Scherbe. Könnte ich mir jetzt gerade vorstellen, wo ich das gerade gesehen habe, wo ich da vorbeirannte. Aber ich glaube, so war die einfachste Version. Das heißt, ich gehe jetzt einfach hier rein, klicke das weg und lasse mich jetzt direkt von ihm schnappen. Da... Einmal das Spray. Ja, und jetzt schnappe ich mir einfach das Buch und lass mich schnappen, weil mehr brauche ich ja eigentlich nicht. Du warst ein böses Mädchen. Oh ja, das war ich. Hier, guck mal. Einer da ist. Da, schau her. Und nochmal den. Und hier rein. Zack. Und das weg. Und das weg. Und hier rüber. Und das wegklicken. Und das zumachen. So, ich habe gelesen, hier sollte man jetzt speichern können. Tja, kann ich anscheinend nicht. Also renn ich mal weiter. Ja, geh mal nach hier vorne. Leg das Buch drauf. So, auf ein neues Finale.
Ja, im Endeffekt habe ich das Kapitel jetzt in 3 Minuten und 45. Gut, ich habe die Videos vorgeklickt, aber ich glaube, das ist die schnellste Variante. Die blöde Scherbe hat mir gefehlt. Oh mein Gott. Latein! Ich muss mich erinnern. Strate intra circulum magicum. Stehen innerhalb Kreis. Magischer Kreis. Und ihr erinnert euch ja, im sechsten Kapitel war ich ja bei Malcolm und auf einmal hat die Zwischensequenz abgebrochen. Da hätte ich dann nochmal neu laden sollen und die nochmal abspielen sollen, immer wieder, bis die klappt, weil der hätte mir das nochmal genauer erklärt mit dem Ritual. Den Talisman auf offene Buchseite. Der hätte mir, glaube ich, auch diese Brosche gegeben, die ich tauschen konnte gegen das Kreuz. Ja, den Talisman schnappen wir uns hier. Ich habe auch nach einem alternativen Ende gesucht, aber nichts gefunden. Also im Netz, falls einer eins kennt, wäre interessant. Ich habe nur die Alternative für das Kreuz und den Talisman halt gesehen. So, schnell da drauflegen. Muss schnell sein, wenn man ein bisschen wartet, dann wird man direkt wieder angegriffen. Und dann heißt es wieder Game Over. Okay, was jetzt? Pilate, Sanguinem, Humanum, Super Fastum. Tröpfle Blut eines Lebenden. Eines lebenden Mannes. Oder Person. Über den Talisman. So, dann nehme eine Scherbe und schneidet sich. Kann ich das tun? Das hat mir eben gefehlt, so ein Mist. Naja, 6 Minuten länger halt das Video. Ja, Jolte. Hoc Beatum Super Fastinum et can date Hoc Carmen. Halte gesegneten Gegenstand über Talisman und spreche die Beschwörung. Da links oben ist das. Da ist er am Langhuschen. Der ist ganz nah. Glaube ich gerade richtig Anlauf genommen. Ja, er ist in deiner Hosentasche, der Talisman. Los, greif ihn dir. Tja, und das müsste es gewesen sein. Jetzt kommt das Endintro. Tolitei, Dolmen. Tolitei, Iam. Spiritus Malus. Ite in fascinum, sempiterum. Fascinum, claudite, ostium, munde tenebricosi. Oh. Der blutet schon. Abite,
Tja, am besten schreibst du das jetzt noch in Englisch da rein, wie man das macht. Für den Nächsten, der das findet in 1000 Jahren. Tja, die ist ein bisschen fertig. Eine Horrorwoche. Roberta Williams. Ja, schon eine Berühmtheit im Point-and-Click-Genre. Die hat ja ziemlich viel gemacht für Sarah. Die ganze King's Quest-Reihe und so und Gabriel Knight und so ist sehr bekannt dadurch. Also mir hat es eine Menge Spaß gemacht, obwohl das letzte Kapitel sehr frustrierend war, weil ich da oft gestorben bin. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und vielleicht sehen wir uns ja bei dem ein oder anderen Point-and-Click wieder. Und wann ich Phantasmagoria 2 mache, weiß ich nicht genau. Das war auf jeden Fall noch brutaler, noch mehr Splatter und war auch noch was größer und sah natürlich besser aus, weil es direkt, ich glaube, 3 Jahre später kam. Ich glaube, 98 war das oder so. Bis demnächst, euer Chojin.